Willkommen bei German in New York. Wir sind auf der Suche nach der deutschsprachigen Community in New York City. Auf unserer Reise durch die Stadt der Städte stellen wir euch die Deutschen, Österreicher und Schweizer vor, die im Big Apple leben und arbeiten. In der heutigen Folge sprechen wir mit einem besonderen Gast, Generalkonsul des Deutschen Konsulats in New York, David Gill. Er bekleidet das Amt des Generalkonsuls seit August 2017 und hat uns einen besonderen Einblick in die Arbeit des New Yorker Generalkonsulats gegeben, das als eines von 8 Konsulaten in den Vereinigten Staaten die nordöstliche Küstenregion der USA vertritt. Vielen Dank für Ihre Zeit, Herr Gill. Sehr gern. Sie haben einen sehr spannenden und abwechslungsreichen Hintergrund und Sie hatten stets immer einen besonderen Bezug zu den Vereinigten Staaten. Können Sie uns mehr darüber erzählen? Ja, das gab so ein Auf und Ab, aber in der Tat habe ich mit Amerika immer zu tun gehabt. Das ging schon in meiner Kindheit los und das ist wohl das Überraschendste. Ich bin im tiefsten Osten sozusagen aufgewachsen, in Ostsachsen, was man damals das Tal der Ahnungslosen nannte, weil das der Teil der DDR war, wo man nicht mal Westfernsehen gucken konnte. Aber ich bin in einer kleinen Stadt aufgewachsen, wo eine weltweite kleine Kirche entstanden ist, die Herrnhuter, oder hier heißen sie Moravian Church. Und so hatten wir selbst in der DDR, mein Vater war Pfarrer dieser Kirche, viele, viele Besucher aus Amerika, aus anderen Teilen der Welt. Und da gab es immer eine Verbindung, im Übrigen eine Verbindung hier auch ganz nah nach New York, in Bethlehem in Pennsylvania. Das ist ein Ort, der von den Herrnhutern gegründet wurde. Nach der friedlichen Revolution hatte ich das Glück, mehrfach Anfang der 90er Jahre eingeladen worden zu sein von transatlantischen Organisationen. Und so habe ich Amerika tatsächlich kennenlernen können auf einer längeren Reise über 3 Wochen mit ostdeutschen Politikern und Leuten, die in der Politik tätig waren. Ich war damals Sprecher der GAUK-Behörde. Und man zeigte uns Washington, Minneapolis, so wie das auf dem Land hier läuft in den USA. Wir fuhren nach Kalifornien und am Ende waren wir auch noch in New York. Das war mein erstes Erlebnis, sehr intensiv. Und dann war ich noch bei verschiedenen transatlantischen Young Leaders Conferences. Und da begann so dieses ganz engere Verhältnis. Dann kam eine Frau dazu, die jetzt meine Frau seit vielen Jahren ist. Und da kam dann auch die persönliche Nähe zu diesem Land. Ich hatte dann das Glück, ein Jahr auch studieren zu können in den USA mit einem Stipendium aus Deutschland. Ich habe einen juristischen Abschluss in Philadelphia gemacht und hätte mir allerdings nicht träumen können lassen, dass ich einmal hier auch als Diplomat landen würde. Das hat sich dann 2017 so ergeben und das ist sehr schön. Die Reise in die USA war Anfang der 90er, sagten Sie, richtig? Genau, das war 1991 meine erste Reise, kurz nach der Wende, kurz nach dem Mauerfall. Wie war damals so Ihr Eindruck von den USA und wie ist er im Vergleich zu heute? Also das Land ist gigantisch und Washington, New York, das waren Weltstädte, sind es immer noch. Und das war schon sehr beeindruckend für mich, obwohl ich damals in Berlin lebte schon. Aber Berlin sah damals auch anders aus als heute. Ich fand es faszinierend zu sehen, wie dieses Land funktioniert. Eine alte, gewachsene Demokratie. Wir waren gerade aus der DDR aufgestanden gegen die Diktatur und ich wollte mir auch angucken, wie das hier läuft. Und mir war auch bewusst damals, und das ist mir bis heute bewusst, das betone ich auch immer wieder, was wir den Amerikanern zu verdanken haben im Aufbau der Demokratie, des Rechtsstaates etc. Gleichzeitig wurde mir da auch bewusst, was heute nach wie vor offensichtlich ist, dass dieses Land ein Land von größeren Gegensätzen ist als Deutschland. Gegensätze im Sozialen, in der Politik mittlerweile auch, das war damals noch nicht so, aber das muss man beklagen, ist heute kennzeichnend für die Politik, auch die tiefen Gräben. Aber auch ein Land mit unglaublichen Möglichkeiten und großen Unterschieden. New York und das ländliche Minnesota trennt Welten. In einem Zitat sagten Sie, dass der Auftrag des Konsulats hier in New York sei, Deutschland zu erklären und Amerika zu verstehen. Wie sieht die Arbeit dahinter konkret aus?
Unterwegs sein, mit Menschen reden. Ja, das habe ich mal so erklärt, weil das ist so schwer greifbar. Was macht so ein Konsulat oder was machen Leute, die im Konsulat arbeiten, neben dem, dass sie Pässe ausstellen und Visa ausstellen? Und tatsächlich haben wir den Auftrag hier, wir nennen das Public Diplomacy, unterwegs zu sein und von Deutschland zu erzählen. Wir treffen uns mit Politikern, wir treffen uns mit Leuten aus der Wirtschaft. Wir gehen in Universitäten und Schulen, erzählen da von Deutschland und von den transatlantischen Beziehungen, warum die so wichtig sind, was uns verbindet, wo gemeinsame historische Wurzeln sind, aber auch politische Wurzeln, was ich auch als gemeinsamen Auftrag in dieser Welt sehe, also gerade die Verteidigung von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit und Freiheit der Presse und Freiheit der Rede, alles das, was ich zumindest wir Ostdeutschen, aber in ganz vielen Teilen dieser Welt Menschen erstritten haben und was nicht selbstverständlich ist. Ja, das sehe ich schon auch so als eine Aufgabe an. Was verbindet uns und was sollte uns weiter verbinden? Und gleichzeitig haben wir natürlich hier den Auftrag, so ein bisschen Seismograf für die zu Hause in Berlin zu sein, die Außenpolitik machen oder die an den Beziehungen zwischen Amerika und Deutschland arbeiten. Wir haben hier viele Besucher aus Deutschland, die besuchen die UN. Jetzt gerade im Moment ist ja Deutschland auch im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen. In diesem Moment sogar die Präsidentschaft hat Deutschland im Sicherheitsrat inne. Und daher kommen viele deutsche Politiker hierher, die aber nicht nur die UN treffen wollen, sondern auch die bilateralen Beziehungen pflegen wollen, die wissen wollen, was ist hier los. Und dafür braucht man ein Netzwerk an Politikern, an Kulturschaffenden etc. Über Deutschland kann man auch erzählen, indem man Musiker, Schriftsteller, Künstler einlädt und hier eine Bühne bietet, hier im Generalkonsulat oder auch in meiner Residenz. Amerika verstehen bedeutet aber auch nicht nur in New York sitzen zu bleiben. Unser Amtsbezirk ist New York, Pennsylvania, New Jersey. Der Vollständigkeit halber muss ich sagen, auch Bermuda gehört noch dazu. Aber das ist nicht Amerika verstehen, sondern Bermuda gehört ja zu Großbritannien. Also wir versuchen auch aus New York rauszugehen, Counties zu besuchen, mit dortigen Politikern aus den Bundesstaaten zu reden. Ich war vor wenigen Wochen mal einen ganzen Tag im Essex County, das ist der County rings um Newark, habe mich dort mit den Vertretern der Politik getroffen, habe mir eine Highschool angeguckt, habe mir das Gefängnis angeguckt des Kreises, wo man viel lernen kann auch über dieses Land. In diesem Gefängnis, was ganz interessant ist, gibt es eine Art Resozialisierungsprogramm. Das ist für die USA sehr fortschrittlich. Wir haben uns das Parksystem angeguckt. Also alles so Sachen, die typisch sind für eine auch andere Gegend der USA als New York. So, also kurzum, eine vielseitige, spannende Aufgabe. Wenn man neugierig ist, dann kann man sich hier wirklich ausleben und vieles selbst erfahren, aber dann auch weitergeben an diejenigen, die hier zu Besuch kommen oder die an diejenigen, die sich für Deutschland hier interessieren. Das Konsulat hier in New York hat eine besondere Verbindung zur jüdischen Gemeinde hier in New York. Wie ist diese Verbindung entstanden und was ist die Mission dahinter? Also zwei Gründe dafür sind sehr offensichtlich. Zum einen gibt es hier eine riesige, die größte außerhalb von Israel jüdische Community, die im Übrigen auch relativ deutsch geprägt ist von der Historie. Deutsche Juden kamen über Jahrhunderte schon in die USA. Zum Zweiten, und das ist natürlich ein wichtiger Grund, warum wir hier auch so eine intensive Beziehung pflegen, ist die deutsche Geschichte. Es sind ja viele der Juden, die hier leben, Nachfahren von Holocaust-Überlebenden. Es leben noch mehrere tausend Juden, die vor den Nazis geflohen sind, während des Holocaust oder vor dem Holocaust. Und da gibt es nach wie vor viel aufzuarbeiten. Der Holocaust ist zwar über 70 Jahre, liegt über 70 Jahre zurück, aber die Narben und die Wunden
Wunden sind noch da. Und ich bin immer wieder überrascht und auch berührt davon, wie wichtig es nach wie vor ist, dass man als deutscher Vertreter auch in die jüdische Community geht, dass man in Synagogen geht, dass man über Schuld und Versöhnung redet, dass man über das redet, was damals geschehen ist, aber auch das, was heute möglich ist in Deutschland, dass wir mittlerweile eine relative große jüdische Gemeinde wieder haben. In Deutschland über 200.000 Juden sind nach Deutschland eingewandert in den letzten 20 Jahren. Wir haben viele neue Synagogen wieder eröffnet, Rabbiner werden ausgebildet in Deutschland. Und dies hier zu erzählen, das ist wichtig. Das wissen auch längst nicht alle in den jüdischen Communities. Und das schafft auch Vertrauen. Und das berührt mich auch immer wieder, wie groß das Vertrauen gerade in dieser Community, in diesen Gemeinden gegenüber Deutschland mittlerweile ist. Und da haben meine Vorgänger hier viel dazu beigetragen. Und wir können, ich und meine Kolleginnen und Kollegen, können dazu immer noch sehr viel beitragen. Diese Geschichte führt eben auch dazu, dass hier in New York die größte Sammlung an Zeugnissen des deutschen Judentums besteht. Wir haben hier in New York das Leo Beck Institut, das in den 50er Jahren gegründet worden wurde, um eben das zu bewahren, was an jüdischer, deutscher Geschichte und an deutschem, jüdischem Erbe zu verlieren drohte. Viele der Juden, die geflohen sind aus Deutschland, haben ihre Nachlässe oder die Nachfahren haben dann die Nachlässe hier ins Leo Beck Institut gegeben. Da finden sie Dinge von Albert Einstein, da finden sie deutsch-jüdische Künstler, deren Gemälde, da finden sie Familiennachlässe, da finden sie die Geschichte des deutschen Judentums. Und auch das ist natürlich ein ganz wichtiges Zeugnis und das erzählt eine Geschichte, die auch künftigen Generationen erzählt werden muss. Und daher ist das Leo Beck Institut eine der wichtigen Kooperationspartner von uns, wird auch unterstützt durch die Bundesregierung, aber gerade auch durch die jüdische Community hier in New York mit wirklich großen Mitteln. Um es vollständig zu machen, warum die Beziehung zu den jüdischen Community so wichtig ist für unsere Arbeit, hier in New York haben auch große jüdische Organisationen ihren Hauptsitz. Der World Jewish Congress, also die weltweite Organisation jüdischer Institutionen und Vereinigungen, hat hier in New York ihren Sitz mit dem Präsidenten Ronald Lauder. Das ist ein wichtiger Kooperationspartner. Der American Jewish Committee sitzt hier in New York, eine zivilgesellschaftliche, sehr starke Gruppierung, die auch international unterwegs ist, mit einem Büro im Übrigen auch in Berlin. Auch das sind wichtige Partner für uns. Seit Oktober 2018 findet das Deutschlandjahr statt, auch Jahr der deutsch-amerikanischen Freundschaft genannt. Können Sie uns etwas mehr zur Rolle und den Aktivitäten des Konsulats im Deutschlandjahr erzählen? Ja, das, was das Auswärtige Amt damit bezweckt, ist eben die transatlantischen Beziehungen noch stärker zu machen. Und Deutschland und das, was uns verbindet mit den Amerikanern, hier auch noch mehr an den Mann und die Frau zu bringen. Wir hatten Zeiten, da lebten Hunderttausende Amerikaner in Deutschland. Und Amerikanerinnen natürlich auch. GIs mit ihren Familien, die lebten nicht in der Kaserne, sondern im Dorf in Hessen, hatten Freunde, hatten ganz normale alltägliche Erfahrungen aus Deutschland. Und wenn ich hier älteren Männern begegne, die schwärmen dann von ihrer Zeit und Frauen auch in Deutschland, nicht nur vom Bier, sondern von den Menschen, von der Landschaft, von der Kultur etc. Und das waren wunderbare Botschafter auch der deutschen Kultur, der deutschen Politik und der deutschen Geschichte. Das sind mittlerweile viel, viel weniger, nur noch ein Bruchteil dessen, was zu Zeiten des Kalten Krieges an Amerikanern in Deutschland stationiert waren, sind jetzt noch in Deutschland.
Und damit bricht auch so ein Wissen ab von Deutschland, eine Verbindung. Und wir müssen an dieser Verbindung, da müssen wir investieren. Und deswegen haben wir versucht und versuchen das und auch erfolgreich mit dem Deutschland ja jetzt so Akzente zu setzen, kulturelle, politische, wissenschaftliche, in Schulen zu gehen. Das Goethe-Institut ist relativ aktiv dabei, auch hier Deutschland bekannt zu machen. Wir haben uns dabei konzentriert, allerdings nicht auf Gegenden, wo es nach wie vor eine relativ enge Verbindung gibt und wo viel auch passiert an kulturellen, und das sind die Küsten eigentlich. Also hier in New York kann man auf deutsche Kultur auch stoßen, ohne große Anstrengung. Hier passiert viel an Austausch, aber es sind mehr die Staaten in der Mitte, wo wir gesagt haben, da wollen wir unsere Aktivitäten, Public Diplomacy, intensivieren. Es gibt auch hier in New York Veranstaltungen zum Deutschlandjahr. Der Außenminister war letzte Woche hier, hat vor dem American Council on Germany gesprochen. Das Goethe-Institut hat einen Bus, der durch die USA reist und an Schulen hält und dort über Deutschland erzählt. Es gibt verschiedene Aktivitäten auch hier. Sascha Walz war hier, aber der Schwerpunkt ist tatsächlich in der Mitte des Landes. Und wenn Sie sich mehr interessieren dafür, die Veranstaltungen sind sehr, sehr vielfältig, in der Regel auch vollkommen öffentlich und auch ohne Eintrittsgelder zu besuchen, dann gehen Sie auf die Seite wunderbartogether.org. Wunderbar Together ist der Slogan dieses Deutschlandjahrs. Wir stellen in jedem Interview zum Abschluss immer zwei Standardfragen. Eine davon ist: Können Sie New York in nur drei Worten beschreiben? Laut, hektisch, faszinierend. Und die zweite Frage: Was ist Ihr Rat an neue New Yorker aus Deutschland, beruflich und auch privat zum Leben hier in New York? Nehmen Sie sich Zeit und erlaufen Sie sich die Stadt. Es lohnt sich hier stundenlang durch die Stadt zu sehen. Dadurch verstehen Sie auch die Stadt viel mehr. Die Menschen, gucken Sie den Menschen in die Augen und gucken Sie auch ganz oft nach oben. Architektonisch ist diese Stadt einfach einmalig. Und auch von den Menschen. Diese Vielfalt ist faszinierend und die kriegt man auf der Straße mit. Auch nach mehr als anderthalb Jahren, die ich jetzt hier wohne, macht es mir riesig Spaß, einfach stundenlang durch Manhattan zu ziehen oder durch Brooklyn oder durch Queens. Es ist wirklich lohnenswert. Ja, seien Sie offen, die New Yorker sind auch offen, und dann kann man sich auch begegnen. Und wenn es Probleme gibt, dann kommen Sie ins Generalkonsulat, wir können Sie unterstützen. Vielen, vielen Dank. Das war Generalkonsul David Gill. An der Stelle nochmal vielen Dank an ihn und an das Generalkonsulat in New York. Mehr Informationen zum New Yorker Konsulat sowie den anderen 7 Vertretungen und der deutschen Botschaft in den USA findet ihr unter www.germany.info. Das Deutschlandjahr 2019 unter dem Motto Wunderbar Together findet noch bis zum Oktober 2019 statt. Auch wir, der Podcast German in New York, sind Teil des Deutschlandjahres. Ihr findet mehr Informationen sowie den Link zur offiziellen Webseite in der Beschreibung dieser Folge. Vielen Dank fürs Zuhören. Folgt uns gerne in den sozialen Medien auf Facebook, Instagram, Twitter oder LinkedIn. Und bis zum nächsten Mal.